Ja, hallo miteinander und herzlich willkommen jetzt zu einem neuen Video von dem Getting Started Projekt der HTWG Konstanz. Und heute soll es mal um die Unterschiede zwischen der normalen Schule und der Hochschule gehen. Das heißt, wie sich sozusagen die normale Schulzeit von dem Studieren jetzt unterscheidet. Und ich würde jetzt auch gleich sagen, wir fangen jetzt mit dem bekanntesten Unterschied von allen an, nämlich mit den Vorlesungen selber. Als ich damals noch in der Schule war, habe ich mir die Vorlesungen so vorgestellt, dass man so in einem riesengroßen Vorlesungssaal sitzt, das dann noch mit hunderte von anderen Studenten aus allen möglichen Semestern und ganz vorne steht dann irgendwo ein Prof, der dann ein Mikrofon reinredet. Und als ich dann selber in die Hochschule gekommen bin und dann so am zweiten, dritten Tag die allererste Vorlesung hatte, war ich dann ziemlich erstaunt, weil wir waren damals dann nur in einem kleinen Klassenzimmer mit so 40, 50 Leuten und es gab kein Mikrofon, es gab keine hunderte von anderen Studenten und auch keinen großen Vorlesungssaal. Und genauso laufen auch die Vorlesungen an der Hochschule selber auch ab. Man ist eben dann in einem etwas größeren Klassenzimmer mit normalerweise, so ist zumindest mal bei mir, 40, 50 Leuten und vorne steht eben der Prof und erzähle dann über das Thema der Vorlesung. Im Vergleich zur Schule ist es tatsächlich so, dass eben mehr Leute in diesen Klassenzimmern sitzen. Bei uns sind es so 40 bis 50 Leute ungefähr. Damals in der Schule waren es bei uns eher so 20, vielleicht auch mal 30, wenn es wirklich voll war. Das ist auch verglichen dann mit der Schulzeit wieder, kann man auch wirklich sagen. Hierbei gibt es dann auch Gemeinsamkeiten. Es gibt jedoch einen Unterschied und zwar können auch Studenten aus den höheren Semestern zum Beispiel in unsere Vorlesungen reinsitzen, wenn die zum Beispiel das Thema dann nochmal wiederholen wollen. Und das ist dann auch ein bisschen anders wie in der Schule. In der Schule könnte man dann nicht einfach sagen, ja, ich setze mich in den Unterricht von einem Achtklässler rein, wenn man selber in der 10. Klasse zum Beispiel war. In der Hochschule selber geht es aber. Und auch in Bezug auf die Anwesenheitspflicht gibt es einige Unterschiede. In der Schulzeit selber war es ja so, dass man immer in den Unterricht kommen musste und wenn man eben mal nicht gekommen ist, dann gab es Probleme, beziehungsweise man musste sich eben entschuldigen, wenn man nicht konnte. In der Hochschule selber gibt es auch gar keine Anwesenheitspflicht während den Vorlesungen. Das heißt, wenn man mal krank ist oder wenn man zum Beispiel auch mal keine Lust hat, dann muss man nicht in die Vorlesung kommen und muss man sich auch nicht irgendwie entschuldigen oder sonstiges. Und somit hat man auch theoretisch die Möglichkeit, dass man auch sich gewisse Sachen daheim einfach beibringt, dass man sagt, okay, in diese Vorlesung gehe ich jetzt einfach nicht, weil die bringt mir nichts oder darauf habe ich jetzt keine Lust, die ist mir zu früh am Morgen oder was auch immer. Und ich bringe mir die Sachen einfach am PC oder durch Bücher eben selber daheim bei. Und neben all diesen ganzen Unterschieden ist vor allem eine Frage immer präsent, die ich sehr, sehr oft gestellt bekomme. Und das ist nämlich, wie viel Arbeit ist denn wirklich jetzt eigentlich dein Studium? Aber hierbei muss man natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Zum einen mal in Zeit, die ich eben selber in der Hochschule bin, das heißt eben die Zeit, die ich selber in Vorlesungen verbringe. Aber natürlich auch Zeit, die man eben nach der Hochschule selber noch investiert, wenn man zum Beispiel dann Sachen nachliest, sich selber ein paar Sachen beibringt oder zum Beispiel auch Beispiele bearbeitet. Zur Beantwortung der ersten Frage habe ich jetzt einfach mal meinen Stundenplan angeschaut und habe mal ausgerechnet, wie viele Schulstunden das denn wären. Und das wären nämlich 24 Schulstunden. Und das dann auch wirklich mit meiner damaligen Schulzeit, muss man wirklich sagen, ich bin zeitlich gesehen weniger in der Hochschule, als ich damals in der Schule war. Das ist der allererste Unterschied dabei, aber auch die Verteilung der Stunden ist um einiges anders. In der Schule war es bei mir immer so, ich hatte von 7.45 Uhr normalerweise bis 13 Uhr und dann ab und zu noch vielleicht Mittagsunterricht. In der Hochschule ist es aber komplett anders. Also bei mir ist zum Beispiel so, dass ich einmal um 10.30 Uhr erste Vorlesung habe. Dann kann es aber auch sein, dass ich um 13 Uhr erst die allererste Vorlesung habe, aber dann teilweise auch Veranstaltungen bis 19 Uhr habe. Wenn ihr euch jetzt aber genau für meinen Stundenplan interessiert, dann würde ich euch empfehlen, mein Studiengang-Video anzuschauen. Das ist nämlich auch hier auf diesem YouTube-Kanal. Also wie gesagt, das ist zwar wirklich in der Hochschule komplett anders, weil man eben Veranstaltungen hat. Da gibt es keinen einheitlichen Rahmen. Und auch wenn es sich jetzt wirklich gut anhört, dass man wirklich um einiges weniger Zeit in der Hochschule verbringt als damals in der Schule, muss ich dann doch die ein oder andere Person enttäuschen, weil nach der Hochschule muss man doch auch die ein oder andere Stunde noch ins Studium investieren. Ich persönlich habe jetzt bei mir so ein kleines Selbstexperiment gemacht und zwar habe ich jetzt über ungefähr 3 Wochen mir immer aufgeschrieben, wie viel ich dann am Tag selber noch für das Studium mache und ich bin jetzt so ungefähr auf 1 Stunde gekommen. Natürlich kommt es hier aber auch komplett auf den Tag an. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich am Wochenende ein bisschen mehr gemacht habe, wenn man eben ein bisschen mehr Freizeit hat und zum Beispiel, wenn man bis 19 Uhr eine Veranstaltung hat, dann will man nicht unbedingt noch was für die Hochschule machen. Aber durchschnittlich gesehen war es bei mir 1 Stunde pro Tag. Eine Sache, die ich zum Beispiel fast jeden Tag nach den Vorlesungen macht, ist meine Notizen neu schreiben. Man ist ja in der Vorlesung selber und wenn der Prof dann was erzählt, dann schreibt man sich eben auch nebenher Notizen auf, weil man zum Beispiel eben kein Skript bekommt oder weil es eben auch sein kann, dass der Prof zum Beispiel noch was Wichtiges sagt, was eben im Skript selber nicht steht, was man sich dann aber noch merken will. Und dann schreibt man eben nebenher auf dem Blatt oder zum Beispiel auf dem Laptop eben die wichtigsten Sachen dann noch mit. Und ja, ich habe nämlich ein Problem, dass ich eine ziemlich hässliche Schrift habe und ich dann meistens, wenn ich noch schnell schreibe, meine eigene Schrift selber nach 2, 3 Tagen fast nicht mehr lesen kann. Genau deswegen schreibe ich dann immer schnell beim Skript alles mit. Wenn ich dann daheim bin, schreibe ich dann meistens diese Notizen nochmal neu, dass ich eben die Sachen dann auch in dem Monat zum Beispiel, wenn die Klausurenphase ist, mir alles nochmal durchlesen kann und hoffentlich auch verstehen kann. Also so sieht dann zum Beispiel bei mir so ein Skript aus und man sieht schon hier zum einen die Schrift ist relativ hässlich. Dazu noch, wenn man dann hier links und rechts auch irgendwas dazu schreibt, das kann man sich nach 2, 3 Tagen dann eh nicht mehr herleiten. Und dann schreibt man zum Beispiel eben hier nochmal alles schön einigermaßen nach der Vorlesung hin, auch teilweise mit Farbe, dass man eben selber noch nach 2, 3 Wochen dann selber die Sachen noch versteht. Manchmal ist es aber auch so, dass man Vorlesungen noch nicht 100%ig
alles versteht, weil man zum Beispiel gerade abgelenkt ist, man noch ein bisschen müde ist oder auch teilweise vielleicht die Beispiele nicht hundertprozentig verständlich sind. Deswegen kann es eben auch mal sein, dass man zum Beispiel in die Bib geht und sich ein Fachbuch ausleiht. Das habe ich zum Beispiel auch dem letzten Mal gemacht. Da habe ich hier diese drei Bücher hier ausgeliehen. Kann ich auch mal ganz kurz zeigen. Die sind eben für Wirtschaftsrecht. Da sind eben gewisse Sachen dann ein bisschen genauer noch erklärt oder zum Beispiel mit Beispielen erklärt. Und somit kann man dann gewisse Sachen dann verstehen, die man eben zum Beispiel in der Vorlesung dann nicht hundertprozentig verstanden hat. Und es ist eben auch zum Beispiel so eine Sache, die man eben dann heim noch macht nach der Hochschule, wenn man zum Beispiel nächste Woche eine Vorlesung hat und man hat das Thema in der Vorlesung, die zum Beispiel am jetzigen Tag war, überhaupt nicht verstanden, dann kann man eben auch ein Buch ausleihen, einfach nochmal die Sachen durchlesen und dann hoffentlich verstehen, dass man eben dann in der nächsten Vorlesung nicht komplett planlos drin sitzt. Oder was man zum Beispiel auch macht, ist eine kleine Vorbereitung auf die Klausurenphase. Bei uns ist es gerade zur Zeit so Mitte Dezember und Ende Januar, Anfang Februar ist bei uns schon die Klausurenphase. Bei meinem Studiengang Wirtschaftsrecht ist es zum Beispiel so, dass man eben in den Klausuren selber dann juristische Fälle teilweise behandelt und dann kann man eben auch mit so einem Fallbuch mal so einen juristischen Fall durchspielen. Das geht dann eben auch so eine Stunde und dann kann man dann eben sich dann auch schon mal ein bisschen auf die Klausurenphase vorbereiten, dass wenn eben in 3 bis 4 Wochen dann das große Lernen beginnt, dass man dann vielleicht schon davor ein bisschen was gemacht hat, dass man eben dann nicht alles auf einmal hat. Diese Zeit auch, die man eben neben dem Studium noch in das Studium selber investieren muss, verglichen mit der Schule zum Beispiel, man muss natürlich klar sagen, dass man im Studium neben den Veranstaltungen, neben den Vorlesungen doch deutlich mehr Zeit investieren muss. Aber man muss natürlich auch sagen, dass man eben im Studium einiges selbstständiger ist. Das sieht man zum Beispiel eben auch daran, dass es keine Anwesenheitspflicht gibt. Man muss eben selber schauen, wie man sich die Sachen beibringt, ob man nicht Sachen sich beibringt oder wie viel Zeit man eben in das Studium selber investiert. Und ja, ich würde jetzt auch sagen, das war es jetzt soweit mit diesem kleinen Video zu den Unterschieden zwischen der Hochschule und der normalen Schule. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es hat auch vor allem den einen oder anderen ein bisschen was gebracht. Jetzt würde ich aber sagen, das war es jetzt aber vorerst mit mir. Jetzt könnt ihr noch sehr, sehr gerne die anderen Videos des Getting Started Projekts hier auf dem HTWG-Kanal anschauen. Da gibt es wirklich noch einige coole Videos zu sehr interessanten Themen. Ich würde sagen, das war es aber vorerst mit mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!